Einsamer nie als im August. Erfüllungsstunde. Im Gelände die roten und die goldenen Brände. Doch wo ist deiner Gärten Lust? Die Seen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise. Doch wo sind Sieg und Siegsbeweise aus dem von dir vertretenen Reich? Wo alles sich durch Glück beweist und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Einsamer nie als im August. Warum August? Gerne wird in der Lyrik eine Parallele zwischen Jahreslauf und Lebenslauf gezogen, mit dem Frühling als Jugend und dem Herbst als, sagen wir, gemäßigtem Alter. Ben geht auf den August des Lebens ein, wenn die entscheidenden Weichen alle gestellt sind. Auf diesen Zeitpunkt verlegt er Rilkes Diktum: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Er korrigiert Rilke gewissermaßen. Erfüllungsstunde. Für die Natur gilt, was der Frühling auf den Weg brachte, erfüllt sich jetzt. Entsprechendes gilt für den Lebensweg. Im Gelände die roten und die goldenen Brände. Das ist ein nicht näher auflösbarer expressionistischer Landschaftseindruck, wie wir ihn uns vielleicht von Emil Nolde gemalt vorstellen können. Dass die Farben der Natur sich als Brände dem Beobachter mitteilen, zeigt aber auch eine emotionale Betroffenheit. Doch wo ist deiner Gärten Lust? Der Dichter spricht sich selbst an, fordert von sich selbst Rechtfertigung. Wo zeigt sich in deinem Leben das Erreichte? Die Seen hell, die Himmel weich, die Äcker rein und glänzen leise. Auch das ist Landschaftseindruck, den man nicht ohne weiteres in der eigenen Erfahrung wiederfindet. Expressionistische Malerei in sanften Tönen. Doch wo sind Sieg und Siegsbeweise aus dem von dir vertretenen Reich? Die Rechtfertigungsfrage von vorhin wird eindringlicher und konkreter wiederholt. Wo alles sich durch Glück beweist? Lebensglück wird hier als Trophäe verstanden, mehr noch als die in den folgenden Versen genannten Glücksbeweise. Und tauscht den Blick und tauscht die Ringe im Weingeruch, im Rausch der Dinge. Liebe, Lebenslust und materieller Wohlstand, von all dem fühlt sich der Sprecher offenbar ausgeschlossen. Wo alle anderen in solchem Glück die Selbstbestätigung finden, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Der einsame Dichter tröstet sich damit, dass das Leben in Kunst und Geist eine eigene Form von Erfüllung ist, die zwar nicht einmal dem Glück ähnlich ist, diesem aber gleichwertig. Wie bescheiden dieser Trost im Vergleich zu dem Triumph des einsamen Dichters in dem nur 6 Wochen früher entstandenen Gedicht »Wer allein ist, ist auch im Geheimnis«, in dem die Einsamkeit als Überlegenheitsgefühl desjenigen verstanden wird, der in seiner Distanz zur Welt diese wie kein anderer durchschaut. Aber wie hoffnungsfroh immerhin noch gegenüber dem Gedicht, das 19 Jahre später feststellt, »Allein du mit den Worten«. In diesem wird es keinen Triumph und keinen Trost mehr geben und schweigend gehst du hin.